So, jetzt hier herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir haben in der letzten Folge haben wir uns mit der Wut von Basti beschäftigt und ihm ein bisschen sozusagen, naja, ich möchte schon sagen, fast eine Absage erteilt, weil wir haben alles so gemacht, wie er es nicht wollte. Und ich fand, wir haben das absolut, also wenn man in der Quest von richtig handeln kann, sprechen kann, dann haben wir da in der Quest richtig gehandelt. So, jetzt haben wir die Quest Black. Ich habe schon mal die Beschreibung umbenannt. Also es hieß ja eigentlich Schwarz. Der Typ heißt es aber Eigenname, der Typ heißt Black. Also muss es auch Black heißen, damit wir überhaupt klarkommen, wer hier was ist. Schwarz ist kein Name, den irgendwie der gebräuchlich wäre. So, und der heißt einfach Black. Wir sollen mit Yvette sprechen. Und das werden wir jetzt auch tun, glaube ich. Ich hasse diesen Sebastian Gorant. Am Anfang war er ganz nett, wo wir aus dem Zug gekrochen sind, aber jetzt irgendwie, da ist immer nur so ein rachegebeulter Drecksack. Ist das, mehr ist das nicht. Und mit dem nimmt es noch ein böses Ende, das prophezei ich an der Stelle. Und jetzt gehe ich hier rein. Ich werde kurz einen Schnitt setzen, damit das nicht so lange dauert. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Also, und dann gehen wir. Das ist nicht Yvette. Da hinten ist Yvette. Hallo. Licht an. Hey Yvette. Prost! Huh? Do you feel that? Alles ein bisschen kühl. Well, something more than that. I feel almost like there's a storm coming. Like something big is about to happen that's going to flip everything over. Das kann passieren. Doesn't feel right. I don't like this. I'm going to go scout the perimeter. Lese Nelsons Notiz. Wo finde ich denn die? Habe ich die schon in der Tasche? Nelsons Notiz. N. Wie Nelson. Nels, sein Sohn ist das quasi. Nelson. Hier, Nelsons Notiz. Okay. Wo habe ich die jetzt her? Wayfarer, also Wanderer. Nelson Commander Center hier. Nelson Command Center hier. Geh in mein Zimmer. Ich habe einen wirklich wichtigen Job für dich. Halt den Mund. Mama. Aus Gründen der Privatsphäre habe ich mein Radio in meiner Gaffel verstaut. Sobald sie das Radio in den Griff bekommen, stellen sie für die nächste Zug die angegebene Frequenz ein. Die Zeit drängt, also machen sie sich keine Sorgen. Ich vertraue voll und ganz auf ihre Fähigkeiten und kann jetzt kaum erwarten, sie bei diesem Job zu sehen. Es ist einfach ein gutes Geschäft. Geh in Nelsons Zimmer. Sehr geheimnisvoll hier, James Bond-like. Drehen die Engländer durch hier, oder was? Wo ist denn hier der Aufgang? Ich glaube, ich war ja noch nie in der obersten Etage. Oder höchstens einmal. Das ist keine Treppe. Ach hier, guck. Ich war ja echt noch, glaube ich, noch nicht hier oben. Das ist ja ungewöhnlich. Ah doch, ich glaube, waren wir schon hier oben. Kira ist Männersache, bleib mal draußen. If Mickey swipes my drink again, I swear, I'll swipe his head. Hallo? Hallo, empfange Nelson, bist du das? Hallo, Copy, 10-4, Aprikose, Hacker, 4-4-8, 16, 15, 13, 42. Young Plum. Glad to finally hear you. Listen and listen quick. I've had word that Black's gonna flee the city via his personal biplane. He'll take a bit of time to gather his bits. And I need you to get down to his personal train and intercept him. Alone. Okay, allein? Sollte ich nicht Einsatz mitbringen? Sollte Gorn das nicht tun? Er will auch Blacks persönlich aufnehmen. I don't want him getting hurt. He loses his senses when it comes to Black. I can trust you on this. Okay. Alles klar, ich bin dabei. Get to it. So. Optional, sprich mit Gorant. Fangen Sie Thomas Blacks Zug ab. Okay. Okay, sollen wir mit Gorant sprechen? The graveyard shift again for me. Sick of it. With you here,
Ich versuche mein Bestes. Die Frage ist, sollen wir jetzt mit Gordon, wir haben jetzt den Auftrag, wir müssen jetzt natürlich uns um den Black kümmern. Reden wir jetzt mit dem Gordon oder nicht? Scheiße. Ich glaube, ich rede nicht mit dem diesmal. Ich mache das optional nicht, weil der versaut uns wahrscheinlich alles. Ich denke mal, der versaut uns alles. Und Nelson hat ja drauf bestanden, dass wir das allein machen. Und ich möchte Nelson einen Vertrauensvorschuss geben, weil er blind ist. In der Tat. Das bedeutet, wir gehen jetzt den Doppeldeckerzug abfangen. Oder, weiß nicht, er hat von Doppeldecker geredet. Ich nehme an, der meint einen Zug, ich weiß es nicht. Mach einen kleinen Schritt an der Stelle, damit die Ladezeit nicht so lange wird für euch. Oh shit. Ey. Pisser. So, das ist meins. Kommst du hier raus, wirst angegriffen von diesen dreckigen Syndikatswichsern. Und dafür nehme ich euer ganzes Zeug. Tja. Wäre mal daheim geblieben heute. Wäre so gewesen. Roundels, Pistols, Miller's little boys. Everyone thinks their mob's a gang. Okay. Also dann würde ich sagen, an der Stiele. Wir werden uns auf den Weg zum Zug machen. Das ist hier oben, ne? Ja, fange Thomas Blacks Zug ab. Wir reden nicht mit Dings, ne? Ne. Ist da nichts dazugekommen jetzt? Ne, dann machen wir das so. Ich mache Schnellreise zum Zug. Mal gucken, ob wir für den noch Questen machen müssen dann. Ich weiß es nicht. Wir machen hier Channing Town. Auf geht's. Kleine Schnellreise. Dann werde ich an der Stelle kurz den Schnitt setzen. Ihr kennt das ja schon mittlerweile wahrscheinlich. Und deswegen sehen wir uns dann gleich wieder in Channing Town. So, Ankunft Channing Town. Natürlich hier schon wieder radioaktiv verstrahlt alles. Wir bannern uns kurz einen kleinen Cocktail. Red X, Red Away und vielleicht Porridge. Kann man das so essen oder muss ich das irgendwie kochen? Weiß ich nicht. So, und wir müssen. Ach, hier muss man rein. Alles klar. Docklands Light Railway. Da geht's jetzt weiter für uns an der Stelle. Dann machen wir noch einen kleinen Schnitt, damit das nicht so lange dauert. Oh! Ja. Beruhig dich. Kira hat ein neues Gewehr. Geht der Munition aus oder nimmt ihr jetzt mal andere Gewehre mittlerweile? Einer ist noch. Für ein Reden. Du kommst hier rein, wir haben uns angegriffen. Aber die haben ja mittlerweile keine Chance mehr gegen uns. Das Hämmerchen ist schon echt gut. Jetzt geht zeigt mein Weg natürlich nach draußen. Weil wir sollen dem Gordon natürlich optional Bescheid sagen. Das kann ich nicht abschalten. Da muss man aufpassen jetzt. Das ist nicht das Falsche. Ich höre den, aber ich sehe den nicht. Never mind. What was that? Dann werden wir schnell hier durchgucken. Hier steht nicht zufällig irgendwo so ein Dings rum, ne? So ein. So eine Werkbank oder sowas, wo ich mal schnell hier so mal reingekommen. Da ist, ich sehe jetzt Sehen. Einer ist unten, einer ist oben. Wo
soll er sein? Och, Kira, schreck mir nicht so. Hätte er fast meinen Hammer durchs Gesicht gezogen. Das glaube ich schlecht. Für die Reputation bei Kira. Die mag uns da nicht mehr. Hier ist alles zu. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Wenn er da rumgeimsen, was er will, Ruftaste. Going down. Na, dann fahren wir mal runter. Tschüss. Oh, fährt hoch. Nee, going down. Oh, Munitionsherstellung. Ist der Zug? Ich glaube, wir haben damals die Quest gemacht, ne, wo wir den Zug abgefangen haben. Den wir dann doch nicht gesprengt haben. Für die Sachen. Ich höre immer noch labern, nevermind. Nevermind. Meinst du die Ranch oder was meinst du damit, Blödmann? Hier ist aber auch nichts mehr in dem Dings. Ich kann gerade nichts herstellen, weil wir im Kampf, fürs Spiel sind wir im Kampf. Müssen wir aufpassen, dass wir alles mitnehmen. Obwohl wir jetzt 30 Kilo mehr haben, ne? Durch die, durch irgendwas, was wir letztens. Achso, durch den Rucksack, glaube ich. So, fahren wir da runter mit dem Zug. Mit dem Zug. Mit dem Fahrstuhl. Wo die Labertaschen sind hier die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung, keine Bank, können wir da was abheben? Ne, keine Abhebung heute, leider. Na gut, dann gucken wir mal, was hier in der Munitionskiste drin ist. Ich habe noch nicht eine Powerrüstung gesehen hier bei dem Spiel. Ich bin gewillt, langsam mal eine Mod zu installieren für Powerrüstung. Das habe ich am linken Ohr gehört, dem Vogel. Da, unter uns sind die. Kette weg. Kette weg. Nee, hier ist nix. Komm, mach mal Auge, genau wollte ich gerade sagen. Weg. Das waren nur die zwei, ne? Ich habe also. Oh, Tickets, cool. Wir haben Tickets verloren bei der Scheißquest mit dem Haus. Wo wir noch nie wieder drin waren bis jetzt. Ey, du liegst auf meinem Ticket, geh weg. Oh, das sind noch mehr. Geil. Das bare Geld liegt hier auf dem Boden. Und die nehmen es nicht. Die sind echt doof. Die stinkenden Syndikatstypen. Keine Ahnung, vielleicht haben die auch recht. Ich weiß nicht, wer hier recht hat. Wer gut ist, wer hier böse ist. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Es kann genauso gut sein, dass die Vagabunden böse sind. Fakt ist aber, dass wir diesen Krieg beenden müssen, weil das Menschenleben kostet. Das ist meine Intention dahinter. Und dieser Gorn interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und die anderen Vögel hier interessieren mich auch nicht. Syndikat, wo will er hin? Level up! Ich hoffe, wir finden bald entweder einen Händler oder eine Werkbank, weil sonst kriegt man hier ein Problem. Aber letzte Game, also ich bin da auch nicht gewillt. Es gibt ja so Sachen. Es gibt ja so Sachen wie Gewichtsreduktion oder. Aber irgendwie bin ich da nicht gewillt, das zu installieren, ganz ehrlich. Wow.
War das der Typ oder ist er? Nee, glaube ich nicht. Ah, da kommt er. So richtig schlau sind die auch nicht, ne? Die NPCs, also. Hier ist unzugänglich. Das ist der Zug von dem Typ schon, oder was? Das sieht so aus, ja. 20 Meter. Unzugänglich, unzugänglich. Hat seinen Privatzug, weißt du? Oh, mal gucken, was hier ab und zu kommt. Aus meiner Ladezeit dann hoffentlich ein interessantes Gespräch. Wenn das vorbei ist, werden wir wohl, ja, da mal und so. So, konfrontiere Thomas Black. Abgeschlossen. Mal gucken, was ist jetzt abgeschlossen? Fange, ich muss nochmal ganz kurz in die Daten gucken. Nur damit ich weiß, um was es jetzt geht. Fangen Sie Thomas Black Zug ab. Das habe ich geschafft. Rede mit Sebastian Gord, haben wir nicht gemacht, weil Assi und so. Und konfrontiere jetzt Thomas Black mit seiner eigenen Fehlbarkeit. Mit seiner eigenen Menschlichkeit werden wir ihn jetzt konfrontieren. Und dann werden wir uns wieder fortziehen hier, auf jeden Fall. Mr. Handy Fuel, das war ziemlich schwer, das Zeug, sollte liegen lassen. Kira hat es nicht mit dir reingeschafft, scheinbar. Nachladen. Die Knarre ist nicht so gut. Aber Zugkampf. Gut, dass wir nicht im Flugzeug sind. Da hätte ich wahrscheinlich ein Löcher in die Dings geschossen jetzt. Mach mal zu hier. Bringt nichts. Aua. Er ist ein Gangster, hast du gehört? Wow. Gib mir deinen Kürbis, ich zeig dir meinen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, ehrlich gesagt. Ich kann dir meinen Kürbis zeigen. Ich hab gar keinen hier. Na cool, dass der Zug auffährt. Es ist extrem laut bei mir auf dem Ohr. Ich weiß nicht, du trägst so viel, du kannst nicht mehr rennen. Yes, endlich! Ich hab doch gewartet, dass dieser Tag kommt, an der wir zu viel tragen und Syndikats-Outfits wegwerfen müssen. Schade drum. Wirklich. Wir haben ein Level up, das ist gut. Ah, ein Terminal benötigt. Wow. Boah, da habe ich ein Auge rumfliegen sehen, Alter, wie geil. Also nicht geil. Ja, ist schade, ich brauche unbedingt eine Werkbank. Aber ich würde gerne diesen ganzen Mist mitnehmen, ehrlich gesagt. Oh, eine Faunfeder. Oh, geil, eine Fallout London Tasse. Wie gut ist das denn? Oh, so eine brauche ich. Kann man die kaufen irgendwo? Ja, würde ich ja machen. Wenn die nicht so blöd wären von Team Fallon. Würde ich es auch direkt machen, glaube ich. Wow. Das ist nicht schlecht. Das ist schon nice, sich durch den Zug zu kämpfen. Weißt du, wie bei James Bond. Bam, 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 bam. Mr. Bond, Sie haben diesen Ofenhandschuh geklaut. So, was haben wir hier? Ein Feuerzeug. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich nehme nur noch... Oh, Rattengift. Ja, für Rattengift habe ich immer Platz. Und für eine trockene Zigarre.
Alter, geht die mir auf den Sack. Die waren härter jetzt auf jeden Fall. So, ich muss ein Stimpack einwerfen. Haben wir noch 27. Da können wir auch zwei einwerfen. Dann sind wir wieder voll. Ich nehme halt nur die Munition jetzt mit. Wo hält dieser Schweinezug wieder an? Das soll. Sprich mit Blind Nelson. Hä? What the fuck? Nelson, was machst du hier zum Teufel? Lokaler Leiter. Sie haben. Wie haben Sie den Weg hierher gefunden? Blindenschrift? für einen blinden Bastard kommst du ganz schnell sehr gut zurecht. Was ist los? Wo ist Black? Hier könnte es gefährlich werden. Sie müssen gehen. Nelson, was ist los? Worum geht's hier, Nelson? I'm afraid the lies go back many years. It's Gabriel's fault, really. He made me promise. Take a proper oath. If anything were to happen to him, that I'd keep his lad Sebastian safe. So okay, jetzt was durcheinander. And told me to become an informer, or he'd slaughter Sebastian too. What were I to do? Bastard even paid me. Just to add to the shame. I'm almost glad he took my eyes out, so I don't have to face myself in the mirror. I've been acting turncoat for 10 years now, feeding the syndicate intel, pushing back against Sebastian's more aggressive plans. Sebastian. Ah, ist da. Okay. Ich kann es nicht glauben. Hat es sich gelohnt? The thing is, I've kept the vagabonds under the radar, reigning in aggression, not overstepping on the syndicate's toes. It's only by staying small that we've stayed alive. Until you came along. I knew you were special when the boys brought you in, but I didn't think you'd upset things this much. You've brought success after success for the gang. I know you haven't made everyone happy. You've certainly made Sebastian bolder, more fired up. Now he thinks he can take on Black with no challenge. It's mad. He ain't got a clue just how big Black really is. How impossible any war against him would be. And so, we come to this. Sebastian has become his own enemy, the biggest threat to his own survival. What am I to do? Stick behind him and let him get himself killed, taking all the vagabonds with him, or something else. Mir gefällt nicht, wohin das führt. Look, Black's an evil bastard. There is no denying it. But he understands how the world works. He sent me to give you an offer now. Betray the vagabonds and join with him. Otherwise, the vagabonds will get wiped out by him anyway. But it'll be slow and painful and leave half of East London in ruins. That's the situation. Accept Black's offer and you can go and see him right now. Also, wir sollen, das gibt's doch nicht. Wir sollen die Vagabonds, den Sebastian verraten. Du bist ein Verräter der Vagabunden, Nelson. Ich werde dich sofort töten und mit diesem Zug fahre ich, um Black zu töten. Ich muss einen anderen Weg geben, alles klar, ich sehe, wie es ist. Es hat keinen Sinn, gegen unvermeidlich anzukämpfen. Ich werde mich mit Black anschließen und die Vagabunden werden enden. Ich muss mal jetzt speichern an der Stelle. Du bist ein Verräter und ich werde dich töten. Es muss einen anderen Weg geben.
Es ist Gaunts Erhaltung der Rache um jeden Preis, die uns hierher gebracht hat. Ich weiß, dass es viele in der Bande gibt, die diese endlosen Kämpfe satt haben. Was wäre, wenn wir stattdessen einen Waffenstillstand anstreben würden? Ja, der Krieg muss enden. Das habe ich gesagt. Der Krieg muss enden. Und wie wir das erreichen, ist natürlich steht auf anderem Blatt. Denken Sie darüber nach, wenn wir uns an unseren jeweiligen Territorien halten und aufhören, jeden Menschen auf dem Altar der Gewalt zu opfern, können wir die Promise so viel mehr erreichen. Vielleicht ist es zu fantasievoll, ich werde Blacks Angebot annehmen. Ja, hier, das erste. Ich werde Black dazu bringen, zuzuhören. Wir werden einen Weg finden, wir müssen. Okay, das haben wir jetzt gut souverän gelöst. An der Stelle, also muss ich persönlich, für mich ist das jetzt in Ordnung, soweit aus. Mal gucken, wie wir da vorgehen. Ich mag einfach, das ist einfach Fallout für mich. Dass ich hier die freie Entscheidung habe und vielleicht auch noch eine Lösung finde, die nicht unbedingt auf dem Zettel steht. Oh, wannabe butcher, is it? What do you need? So long then. So, also wir sollen es physisch halten, ist als Waffenstillstand vereinbart und mal gucken. Hey, bist du das, Pisshure? Absolute Monster. Okay, wir müssen nach oben, ist klar. Das wird Gaunt überhaupt nicht gefallen, Alter. Deiner scheiß Rache. Aber Rache ist Blutwurst. Rache hat noch niemandem was gebracht. Weil Rache bringt niemanden wieder zurück. Rache wird dir nichts. Wird in der Apokalypse nicht zu essen auf dem Tisch zaubern. Aus Zauberhand. Rache wird niemandem was bringen. Und Rache wird für uns auch den Weg nicht finden, den wir gehen müssen. Sorry. Oh, wir holen uns. Oh, was ist denn das? Das ist ja cool. Screenshot. Das gefällt mich. So, hier, ich will mal kurz. Muss mir mal kurz was. Ich will ja kurz die Ioniebräu ziehen, sorry. Hier, wir müssen. Du weißt ja und so. Das ist wie diese Kuchen bei Fallout 76 und bei Fallout 4. So, wir speichern jetzt an der Stelle mal. Wir haben einiges schon gemacht und ich glaube, wir haben uns halbwegs richtig entschieden. Wir könnten natürlich jetzt den Black einfach umbringen gehen. Wahrscheinlich geht das funktioniert, das würde das auch funktionieren. Wir könnten auch den Sebastian verraten. Der ist, wie gesagt, ist auch ein Arschloch im Endeffekt. Aber ich glaube, so wie wir es jetzt geregelt haben, haben wir uns dafür richtig entschieden. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir werden mal sehen, auf jeden Fall. Machen wir einen Schnitt für die Ladezeit. So. Und wir befinden uns am One Canada Square, da wo wir die ganzen Typen immer weggeschnetzelt haben. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, die Ladezeit komplett. Also ich habe auch den Weg. Aber ich bin nur ein paar Meter gelaufen, bin dann gleich wieder in die nächste Ladezeit gestürzt. Ich glaube, und jetzt sind wir in One Canada Square. Und hier sind wir ja immer nicht reingekommen, ne, oder? Und, ja, jetzt befinden wir uns hier. Das Hauptquartier von den Syndikatshäumeln. Hey, Peggy! Was hast du denn Schönes? Zeig mal, lass mal sehen, was du so Schönes hast. Take a look. Das hat jetzt 200 Doloten, hat sie. Das ist nicht schlimm. Ich würde dir gerne diese 4 Pistolen hier verkaufen. Und dann würde ich dir die abgefuckte Maschinenpistole gerne verkaufen. Und diese Kampfmesser. Doppelläufige, die Machete. Rasiermesser. Jetzt schon drüber. Wir sind jetzt schon drüber. Okay, dann gibt's wieder her. Aber wir können ja gucken, wir können die Haarklammern kaufen. Zombies und Getränk. Das können wir mal kaufen. Die hat ja nix, die Oma.
Das müsste passen. Machen wir so. Akzeptieren. So, und da habe ich das gekriegt, was ich haben wollte. Und noch $200 oben drauf. Ja, müssen wir sehen. Ich habe noch mehr zum Verkaufen. Aber die hat nicht viel. Bis später vielleicht. See ya. Okay. Kira ist wieder da, das ist gut. Das ist eine ganz normale Fraktion. Hey. Okay, die behandeln uns alle wie ein Freund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihre Freunde sind. Ich bin nicht ganz geheuer, ehrlich gesagt. Oh, Fahrstuhlmusik, geil. Ihr seid hier drinnen gespawnt, ey. Look where you going, man. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Das stimmt. Lappen. Good. You know where you are, Wayfarer? Im Büro? One Connaught Square, London? Ich bin nicht hier, um Spielchen zu spielen, Black. Ich bin hier, um dich zu töten. ein Connaught Square? I sit right at the top of it. You know what this place used to be? Yeah, eine Labertasche, endlich. Intelligenz 7, eine Drehscheibe für den Finanzhandel. Nein, ich habe das Gefühl, dass sie mich gleich erklären werden. Ich bin hier, um Spielchen zu spielen, Black. Ich bin hier, um dich zu töten. Intelligenz 7, eine Drehscheibe für Finanzhandel. But it was more than just that. It was like a temple to money itself. Billions flowing in and out every day. Businesses, houses, livelihoods, lives, all bought and sold. There was no room for emotion here. Living and dying was an abstract thing. All anyone cared for was value and how to generate more of it. People lost their souls here, sucked up into the stream of the worship of money. Worship of money. That's the key, you see. That's what I've come to understand over the years. Tickets, pounds, shares, equity, cash, whatever you call it. It all has the same power. The power to own people's very souls. Das ist komplett irre, der Typ, Mann. So thoroughly. I could have just controlled him with threats, intimidation, blackmail, all effective enough mechanisms. But I wanted more. So I paid him. Not even very much. But he was a traitor, and I paid him for it. And that very knowledge ate away at his soul. The guilt consuming him so utterly that he became my pliant. Ich will ihn erschießen. Ich will ihn erschießen, ganz ehrlich. Das ist ungeheuerlich. Du Vertreter Bastard. Lass mal speichern, du Vertreter Bastard. But it doesn't work on everyone. Some people have desires that go far beyond money. Young Gaunt, for instance. I would never have a hope of buying out. And I get the impression you're not so easily swayed either. What's your fare, Wayfarer? Genug Tickets und ich werde alles tun. Solange ich töten darf, bin ich glücklich. Für mich gibt es keinen Preis. Ich mache das, was mir am meisten Spaß macht. Ich werde nicht glücklich sein, bis die ganze Welt mir gehört. Ich möchte einfach das Beste für diejenigen tun, die mir am Herzen liegen. Alles, was ich jetzt will, ist dein Leben und Rache für all den Schmerz, den du den Vagabunden zugefügt hast. Für mich gibt es keinen Preis. Interesting. Well, I have a proposition for you. You've been a nuisance to me. No two ways about it. You've been very bad for business. But you've made a lot of openings too, and I need to fill them.
Simple fact is, I need people like you. You join up with me and perhaps we can both profit greatly. Nein. Not just in cash, of course, but power, prestige, control and perhaps even more besides. Was noch? Was? Ich muss dein treuer Hund sein? Das bedeutet, ich muss die Vagabunden verraten? Interessiert es ihre Leute nicht, dass ich so viele Tote in ihren Reihen verursacht habe? Ich bin hier nicht, um Hund zu werden, Black. Ich habe einen Gegenvorschlag. Ausmerzen der Vagabunden wird sie teuer zu stehen kommen. Ganz leicht, ganz egal, welche Ressourcen sie aufbringen. Diese ständige Fehde ist lächerlich, da Blut getauscht wird, während der wahre Feind am meisten profitiert. Was ist? Der Adel. Sie werden immer an der Spitze stehen wollen, aber das Volk erhebt sich gegen sie. This is all too true. London is a boiling pot right now. And the gentry will just sit on the lid until the pressure bursts. But what are you proposing we do? Stellen Sie sich vor, was wir tun könnten, wenn wir aufhören würden, uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen und anfangen würden, daran zu arbeiten, unsere Stellung im Leben zu verbessern. Vorerst schlage ich einen Waffenstillstand mit etablierten und respektierten Kontrollbereichen vor. Bitch! You speak to my heart, Wayfarer, in a way no other as before. But there's one intractable obstacle to this. Na, das ist der Gaunt. Ich bin sicher, wir können zusammenarbeiten und alles überwinden, was er immer es ist. Nelson, you tell him. It's Gaunt. He'll never agree to a ceasefire. Precisely. So what are you gonna do? Kill Sebastian Gaunt? I don't want to see the boy dead. The boy's gonna get himself killed, one way or the other. The only question here is how. I'll tell you my mind on this. If this ceasefire is to work, then the vagabonds need a change of culture and a change of leadership. And Wayfarer, you're the only one I can trust. You got the balls to come give me this offer to my face. Quite frankly, you impress me. If I can't own you, I can at least partner on the basis of mutual profit. And maybe more can come down the line. But Gaunt has to go. And you, ich glaube, da will ein Date mit uns. Whilst keeping the rest of the vagabonds on your side. You feel up to that? Tja, alles klar, ich werde es tun. Vagabunden werden mir folgen. Nein, ich kann Gaunt nicht verraten, tut mir leid, Black. Du bist derjenige, der hier sterben muss. Ne, wir wollen ihn mit umbringen, ja, dann werden wir es halt tun, ne? Ich nütze nichts. Gut. Then go make it happen. Nelson, you stick around so our associate here can get in touch via your radio. I'm investing a lot of faith in you here. Don't let me down. It's just good. Ich habe gesehen im Gespräch, dass Kira das nicht gefallen hat. Mir gefällt das auch nicht, Kira. Touch me again, and there'll be consequences. Where you going? Didn't your mom teach you better? So, abgeschlossen. Wir haben die Quest Black jetzt erfolgreich beendet. Was sagst du dazu, Kira? Wahrscheinlich nicht den Kreislauf durchbrechen. Okay. So, aber das ist natürlich eine Aufgabe für einen anderen Tag. Denn jetzt muss ich erstmal in mich gehen, die Sache überdenken. Aber ich denke mal, wir haben auf unserer Weber richtig entschieden. So bleiben die meisten Menschen am Leben. Und das ist mir am wichtigsten, ehrlich gesagt. In dem Sinne, beenden wir den Krieg in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in London.